Herzlich willkommen zu diesem Video. In dem Video gucken wir uns zwei wichtige Übungsaufgaben an, damit du das Hooke'sche Gesetz besser verstehst. Viel Spaß! Let's go! Starten wir auch direkt mit der ersten Aufgabe. Wie weit wird eine Feder mit der Federkonstanten oder Federhärte, das ist die Materialkonstante einfach, das ist ein fester Wert, 10 Newton pro Meter gedehnt, wenn eine Masse von 5 Kilogramm angehängt wird? So, Idealfall ist, du zeichnest dir erstmal eine Skizze. Das heißt, wir haben hier Feder, zack, keine Masse. Und jetzt haben wir hier Feder und da sind dann diese 5 Kilogramm Masse dran. Und dann gucken wir hier, zack, 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 zack. Das hier ist die Auslenkung S. Das ist gesucht, das wollen wir nämlich haben. Das heißt, erst machen wir Ruhelage, dann hängen wir die Masse dran und dann dehnt sich das aus. Also quasi so, das ist Ruhelage und jetzt hängen wir nochmal 5 Kilogramm an. Wie groß ist dann die Auslenkung? Gucken wir erstmal die Formel. Hooke'sches Gesetz, wenn du da die Basics noch nicht kannst, guck dir das Video zuallererst an. Hooke'sches Gesetz war einfach, Kraft ist gleich D mal S. Wir gucken uns hier die Beträge an, deswegen lassen wir das Minus einfach weg. So, uns interessiert ja nur die Auslenkung. Die Auslenkung entspricht gleich Kraft geteilt, andere Seite bringen, durch die Federhärte. Das haben wir ja, oder Federkonstante. So, jetzt, welche Kraft wirkt hier? Wir haben 5 Kilogramm, also es wirken 5 Kilogramm. Wir befinden uns auf der Erde. Das heißt, die 5 Kilogramm sind im Schwerefeld der Erde und G wirkt nach unten. Also die werden beschleunigt, wird quasi von der Erde angezogen. Und deswegen wirkt hier, in der Physik sagen wir dann, wird ja aus der Gravitationskraft, wird auf der Erde dann, auf der Erdoberfläche, einfach die Gewichtskraft M mal G. Das ist die Kraft, die hier wirkt. Also M mal G geteilt durch D. Das ist im Prinzip die Formel, die wir jetzt brauchen, um die Auslenkung auszurechnen. Dann haben wir die Masse. Da haben wir 5 Kilogramm. Wichtig, immer SI Basiseinheit. Kilogramm ist Basiseinheit. So, G für Geo. Da machen wir, dadurch, dass wir hier nur grobe Annäherung machen, nehmen wir 10 Meter Sekunde Quadrat. Achte da bei dir drauf. Kannst du mit dem Wert rechnen oder musst du 9,81 benutzen, Meter Sekunde Quadrat. Also da dann dich bitte schlau machen. So, aber hier sind wir ja beim Verständnis und grobe Annäherung. Da ist das hier perfekt. Und dann rechnen wir durch D. Das sind 10 Newton pro Meter. Newton pro Meter. So, jetzt haben wir hier, gucken wir erstmal auf die Einheiten. Kilogramm, das ist auch wichtig, ne, dass du das so bisschen immer mitmachst, dann weißt du nämlich auch, ob die Aufgabe richtig ist oder nicht. Kannst du sogar gucken, habe ich alles richtig eingesetzt? Stimmt die Formel überhaupt? Also das ist immer super, wenn du das machst. Da haben wir Kilogramm, Meter, Sekunde, Quadrat. Und ich wiederhole natürlich hier auch viel, ne? Damit du immer besser und besser wirst. Und Wiederholung macht den Meister, die Meisterin. Also ein Newton war ja auch ein Kilogramm, Meter, Sekunde, Quadrat. Deswegen haben wir hier Newton und hier Newton. Das kürzt sich raus. Wir haben Meter hier unten, das können wir mit dem Kehrwert nach oben bringen. Also wissen wir schon mal, die Einheit passt, weil wir haben ja S. S ist eine Länge, Strecke, Ausdehnung und das in Meter angegeben wird. Perfekt, haben wir schon mal alles richtig gemacht. So, 10 kürzt sich hier raus. Das heißt, 5 Meter wäre das hier in dem Fall. Also bei dieser Federkonstante 5 Kilogramm und genau. Bei ja, der Kraft von 50 Newton wären es ja im Prinzip, ne? Also schon relativ viel. Ne? Also 5 Kilogramm ist natürlich auch viel, deswegen 5 Meter ist eine sehr große Feder. Also haben wir abgehakt. Zack. So, dann bei der zweiten. Wie groß ist die Federkonstante? So, jetzt haben wir nur den Graphen gegeben. Und ich hatte dir ja, oder im Hooke-Video, aber mache ich gerade nochmal, da ist ja Hooke'sches Gesetz entspricht einer geraden Gleichung, also mx plus b haben wir nicht, weil keine Kraft, keine Auslenkung, das fällt weg. Und da entspricht die Steigung, entspricht der Federkonstanten, Federhärte. Also Steigung entspricht Federhärte. Das immer merken, ne? Wenn wir eine Gerade haben in einem Graphen mit yx, entspricht die Steigung physikalisch immer irgendwas, ne? Also da immer schon mal drauf achten, das erleichtert ja relativ viel. Heißt also, wir gucken, müssen nur die Steigung berechnen. Steigung war ja Delta Y durch Delta X, beziehungsweise, wenn wir es hier haben, ist es F durch S, wir können auch Delta F durch Delta S. Wichtig ist jetzt, ja, wir machen jetzt hier quasi wie so ein Steigungsdreieck. Also haben wir Kraft, nehmen wir hier mal 10 Newton, 10 Newton geteilt durch, also nehmen wir das hier als Steigungsdreieck, könnten auch das Kleine hier nehmen, ne? Das ist egal, kommt immer aufs selbe hinaus, ist ja
überall in jedem Punkt dieselbe Steigung. Also du guckst dann, wo kannst du die Werte am besten ablesen für das Steigungsdreieck. So, und dann haben wir die Strecke. Für das Große sind es hier 20 Zentimeter, also 0,2 Meter. So, das mache ich mal hier weiter. Also D sind gleich. Und dann können wir noch 100 Newton geteilt durch 2 Meter. Dann kommen wir nämlich auf 50 Newton pro Meter. Das ist ja auch nochmal ein kleiner Tipp. Du kannst hier Zählernenner immer erweitern oder verringern, je nachdem, wie du es machen möchtest, mal 10 oder irgendwas. Dann musst du nicht mit Kommazahlen rechnen. Das finde ich eigentlich immer ganz gut. Also hier rechne ich dann lieber mit 2, muss ich hier aber, wenn ich hier mal 10, muss ich hier auch mal 10 rechnen. Dann komme ich hier auf 50. Also das ist für den Kopf ein bisschen leichter, als mit Kommazahlen zu rechnen. Kannst du machen, musst du nicht, ne? Das ist ja hier nur Anregungen für dich, damit du immer besser wirst. Und dann haben wir schon die Federkonstante bzw. Federhärte. So, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und du hast hier nochmal gelernt, das Hoeksche Gesetz, wie man das anwendet. Nochmal als Erinnerung, Hoeksches Gesetz ist nur eine Näherung. Es gilt nur für kleine Auslenkungen. Deswegen habe ich hier Knochen, Muskeln, ne, in der Medizin oder andere Materialien. Irgendwann fangen die auch an zu brechen, ne? Also im kleinsten Maße ist auch das hier elastisch, gilt das Hoeksche Gesetz, ne? Aber irgendwann, wenn die Kraft zu groß ist, oder hier ein Stift, ne, der biegt sich auch so ein bisschen, aber irgendwann bricht er durch, dann gilt das Ganze nicht mehr. Und hier genauso, wenn ich das zu sehr für kleine Auslenkungen, gilt das hier, aber wenn ich es extrem mache, will ich jetzt nicht machen, weil dann ist die Feder kaputt, dann bleibt die nämlich so, ne? Dann ist es eher eine plastische Verformung und das ist ja eine elastische Verformung. Also es geht immer wieder zurück in den Ausgangszustand. Also da immer im Hinterkopf behalten, was wird vereinfacht in der Physik, ne? Dass du das immer weißt. Das ist ja dennoch alles richtig, aber wenn man es dann plastisch beschreiben will, dann wird es schnell kompliziert und dann braucht man einen Rechencomputer und solche Sachen, ne? Aber dass du es im Hinterkopf hast. Für einfache Sachen, grobe Näherung, ist das hier schon perfekt. Genau. Wenn du noch Fragen dazu hast, dann gerne in die Kommentare. Wenn du noch Übungsaufgaben haben möchtest oder coole Merksprüche, wenn du noch welche kennst, die hier nicht drin stehen, kannst du mir gerne schreiben, dann erweitern wir das hier nämlich stetig. Dann hast du hier noch Grundlagen, Basics, das ist quasi das Physik-Coach Erste-Hilfe-Set Willkommensgeschenk. Das haben sich schon weit über 4000, weiß nicht, wann du das hier siehst, Leute geholt. Also wahrscheinlich jetzt schon noch mehr, viele Tausende. Genau, also das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen, wenn dir noch Grundlagen fehlen, ansonsten natürlich nicht. Und dann wünsche ich dir auf deinem weiteren Lern- und Lebensweg ganz viel Erfolg. Ich bin Robert, dein Physik-Coach. Ciao!